Hallo ihr Lieben, schön, dass ich zu euch nach Hause kommen darf und dass ihr für die Mama und vielleicht auch später für den Papa ein Geschenk basteln möchtet. Dieser Video ist gedreht für die Familienbildungsstätte und heißt Papa und ich basteln ein Muttertagsgeschenk. Die Kinder haben von mir ein Paket bekommen und in diesem Paket sind alle Materialien drin. Außer, ganz wichtig, die Acrylfarbe habe ich nicht reingetan. Weil erstens weiß ich nicht, was ist die Lieblingsfarbe von eurer Mama. Oder vielleicht, wenn es ein Vatertagsgeschenk wird von eurem Papa. Das ist das Erste. Zweitens, diese ganz kleinen Tuben sind so teuer, da hätte es die Bastelpakete so teuer gemacht. Also bitte ich euch, wenigstens zwei Acrylfarben zu kaufen. Wenn ihr keine Acrylfarben zu Hause gekauft habt, vielleicht habt ihr noch farbige Reste vom Malern. Denn Wandfarbe ist auch eine Acrylfarbe. Also wenn ihr weiß für eine weiße Wand habt und vielleicht rot von eurem Kinderzimmer, hättet ihr ja auch zwei Farben. Oder wenn euch das auch nicht genügt oder wenn die Papas Angst haben, dass das eine zu große Sauerei wird, ginge auch Fingerfarbe. Einzigster Nachteil bei Fingerfarbe ist, ihr müsst hinterher, wenn alles getrocknet ist, das Ganze noch lackieren. Wenn ihr das gerne möchtet und hier in der Nähe von Ulm wohnt, könnt ihr gerne bei mir mit einem Marmeladenglas vorbeikommen und ich gebe euch ein bisschen von meiner großen Lackdose ab. Dann braucht ihr nicht extra einen Lack kaufen. Wenn ihr aber Lack kaufen möchtet, einen durchsichtigen, kauft einen wetterfesten Lack. Dann habt ihr gleich was für draußen auch, wenn ihr was aus Holz mal macht. Und achtet darauf, dass er für das Kinderzimmer geeignet ist, also Spielzeug geeignet ist. Und dass er keinen Lösungsmittel enthält, sondern ein Acryllack ist, das heißt wasserlöslich ist. Ganz wichtig. Diese zwei, drei Dinge. Also für draußen Wetterlack, dann habt ihr was eine Weile von der Dose, die hält sich ja. Zweitens, dass es fürs Kinderzimmer oder Spielzeug geeignet ist. Und drittens, dass es auf Wasserbasis ist. Dann kann nichts schief gehen. Jetzt wollen wir mal sehen, was im Paket ist. Also, eingepackt habe ich euch. Laut. Als erstes bekommt ihr einmal diesen Zettel. Da stehen schon ein paar Informationen drauf. Dann sind noch so Pommesschalen. Okay. Und eine Blume. Aha. Und zwei Luftballons. Okay. Und einen kleinen Schwamm. Okay. Und was? Ach, Korken, ein großer und ein kleiner. Und jetzt kommt natürlich erstmal das, was wir machen wollen. Wir wollen heute eine Zettelbox für die Mama basteln. Und da kommen noch Zettel rein, die sind leider noch nicht bei mir zu Hause angekommen. Aber die sind natürlich mit dabei. Dann ist noch ein Umschlag, eine Tüte dabei. Und ein alter Pinsel. Ich habe mich entschieden, euch die kurzen, abgesägten Pinsel von meinen früheren Kursen mit hineinzulegen, weil sonst wäre das Paket nochmal 2 Euro teurer geworden und das finde ich doof. Vielleicht habt ihr Pinsel zu Hause, aber viele haben halt keine zu Hause. Gerade wenn sie dreijährige Kinder haben, dann hat man eigentlich noch keinen solchen Borstenpinsel. Jetzt habt ihr einen aus meiner Werkstatt. Der ist schon etwas älter, aber der tut es genauso. Den Karton nicht wegwerfen, denn den könnt ihr nachher benutzen, um euer Geschenk zu packen. Also aufheben. Gut, dann braucht ihr idealerweise eine Schale, wo ihr all diese Sachen reintut, damit ihr nichts verliert. Das kann ein Kartondeckel sein vom Schuhkarton, das kann wie hier so eine Nudelschale sein. Einfach etwas, wo ihr die Sachen drin sammelt. Ja, dann verliert ihr nichts. Denn jetzt wollen wir mal sehen, was hier noch weiter drin ist. Da sind nämlich noch viele Sachen drin. Packen wir mal vorsichtig aus. Oder ist ein kleines Stück Schmirgelpapier. Das lege ich mal gleich in die Box hinein. Und dann ist ein weißes Papier. Das brauchen wir für ganz später. Für ganz, ganz zum Schluss. Nicht zerknitteln, schön vorsichtig in eure Schale legen. Dann ist hier so ein komisches Papier.
Das brauchen wir auch für später. Und dann ist noch eine Karte, oh, mit einem Herz. Das lege ich mal zusammen beiseite. Das ist nämlich der zweite Teil von eurer Bastelei. Eigentlich sind es drei Teile. Der erste Teil ist eure Zettelbox, der zweite Teil eure Karte und dann gibt es noch eine Überraschung. Wir legen die Karte beiseite, die Zettelbox, und ich lege vielleicht den Zettel auch mit zu der Karte, damit er nicht schmutzig wird. So. Und dann können wir fast loslegen. Da ist noch was drin. Genau, stimmt, ja, habe ich ganz vergessen. Da gibt es noch solche Formen. Herz, Schmetterling, Blume, oh, noch ein Herz, noch ein Herz und noch mal ein Schmetterling und noch eine Blume. Die brauchen wir im zweiten Teil dann von eurer Zettelbox. Denn auch eure Zettelbox geht nicht ganz schnell. Das geht nicht zack, zack, zack und ihr seid fertig, sondern ihr müsst zwischendurch mal einen halben Tag Pause machen, damit die Farbe trocknen kann. Also meine Formen lege ich jetzt auch hier mit hinein. Die Sachen brauche ich zurzeit nicht. So, jetzt zu der Information auf dem Zettel. Idealerweise hat der Papa den schon durchgelesen, denn wenn man das Handy nimmt, ausnahmsweise habe ich mal mein Handy beim Filmen dabei und ich schalte die Kamera an. Und wenn ich jetzt mit der Kamera hier auf den QR-Code gehe, dann fragt es mich, ob ich das öffnen möchte. Und dann kann ich draufklicken und oh, ich bin sofort bei den Fingerfarben ohne Chaos. Ja super, da bin ja ich. Also. Diesen Film sollte man sich vorher anschauen, damit man weiß, was man für Präparationen braucht, damit ihr jetzt nicht totales Verkehrschaos oder Dreckchaos in eurer Wohnung habt. Ich mache noch mal einen kleinen Rundgang und checke, ob ich alles habe. Ich habe festgeklebtes Zeitungspapier und davon zwei Lagen. Das heißt, ich kann eins dann nachher wegmachen, wenn es schmutzig ist. Als Reserve habe ich noch ein zweites drunter. Dann habe ich einen Pappkarton. Da komme ich gleich zu, warum man den braucht. Dann habe ich vorbereitet Küchentücher. Und zwar große und Halbblatt. Nochmal ganz kurz, falls jemand nicht mehr weiß, wie es geht. Ein großes Blatt. Die Abreißkante auf die Abreißkante knicken und witsch, haben wir ein Sparblatt. Das geht auch noch kleiner, das geht auch noch ganz klein. Also so kann man gut sparen, wenn man im Haushalt nur ein kleines Stück Kleenex braucht. Zum Beispiel, wenn nur ein kleiner Fleck ist am Mund vom Ketchup oder von dem Schokoladeneis. Da reicht ja ein kleines Stück. Und den Rest, den ich übrig habe, die stecke ich immer bei mir in der Küche hier oben rein. Dann weiß man, da ist schon ein kurzes Blatt. Aber wir brauchen ja heute unsere Sparblätter zum Malen. Ich habe zwei ganz kleine und drei Größen sogar. Gut, dann habe ich mir ein großes Glas mit Wasser hingestellt, weil ich möchte euch ein bisschen auch noch etwas von der Farbenlehre geben. Und zwar, wie wasche ich einen Pinsel korrekt? Das kommt während des Malens, ne? Also ein Wasserding. Und hier wird ein anderer QR-Code sein. Das wird der sein, der zu diesem Film geht. Den kann ich ja noch nicht einstellen, weil ich drehe ja gerade den Film. Dann gibt es noch eine Werkzeugkiste. Und die ist extra groß gemacht, weil da ist alles drin, was wichtig ist. Also dann fangen wir mal an. Mindestens zwei Acrylfarben, mindestens zwei Farben. Ihr könnt auch drei oder vier oder fünf nehmen. Bitte kein Schwarz, bitte kein Weiß. Mindestens zwei. Ein Wasserbecher habe ich. Zeitung habe ich schon hingeklebt. Malerkreppband habe ich auch. Malerkittel habe ich an. Küchenpapier habe ich zurechtgerissen. Ah ja, und für nachher brauche ich Wachsmalkreide. Oder Filzstifte. Was ich nicht drauf geschrieben habe, ist eine Schere. Das habe ich jetzt hinterher gesehen. Die braucht ihr gleich auch, aber das werdet ihr dann schon merken, wenn ich was vergessen habe. Es wird jedenfalls, ja, und dann legen wir los. Gut, ich nehme als erstes so eine
Pommes-Schale, denn diese Schalen sind unsere Farbpaletten. Paletten würde man sagen, oder ja, da kann man die Farbe drauf tun. Und als erstes sucht ihr euch eine Farbe aus. Aber bevor ihr überhaupt anmalen könnt, müsst ihr... Hilfe, wo ist mein Schmirgelpapier? Ach, das hat ihr eingelegt, gell? Ich habe festgestellt beim Anmalen, dass so ein paar kleine graue Stellen sind. Das heißt, ihr müsst nur so ein ganz kleines bisschen mit dem Schmirgelpapier die Kanten abmachen. Oder hier unten splittert es ein bisschen. Und das ist eine gute Arbeit, die einem der Papa zeigen kann. Und dann macht man es selber. Dann können die Kinder das selber machen. Da sieht man ganz toll, dass da die Splitter weggehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt in der Kamera hier. Da müssen wir die wegschleifen. Tup, 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 tup. Und das mache ich alles auf meiner Pappe. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich die gleich nehme und ausschüttle. Und dann ist mein Tisch schon ohne Splitter, ohne Staub. Hier muss man gar nicht, auch wenn es ein bisschen rau ist, das müsst ihr nicht schmirgeln. Ihr könnt drüber gehen, aber es bricht nicht viel. Nö. Also eigentlich lassen, es geht mehr um die Ecken, ob da irgendwo Splitter oder raue Stellen sind. Haben wir es schon geschafft. Prima. Das können wir in die Schale legen. Ausklopfen. Den Papierkorb. Den Staub. Kann man den Staub ein bisschen wegwedeln. Okay. So. Warum ein Pappkarton? Beim Malen muss man ja die Dose drehen. Und damit die nicht an der Zeitung festklebt, ist idealerweise ein Pappkarton. Also ich eine Farbe aussuchen. Ich habe mich für Rot entschieden. Und jetzt ist es ganz wichtig. Nicht die ganze Tube hinquetschen. Oh nein. Nur so viel wie eine Kirsche. Oder wenn ihr eine Kirsche gerade nicht im Kopf habt, weil es ist keine Kirschzeit, vielleicht so groß wie eine Traube. Und wenn ihr keine Traube im Kopf habt, vielleicht so groß wie 2 Gummibärchen. Okay. 2 Gummibärchen, 1 Gummibärchen, 2. Gummibärchen. Das ist ganz wenig. Wenn ihr mehr braucht, ihr habt die Tube da. Ihr könnt immer mehr hintun. Aber wenn ihr den ganzen Salat rausgestrückt habt, dann kriegt ihr es nicht mehr in die Tube rein. Okay? Das ist der Grund. Gut. Als erstes fangt ihr innen an zu malen. Wir wollen die Kiste ganz in einer Farbe anmalen. Wenn ihr die Kiste angemalt habt, muss die ein Weilchen trocknen. Die sollte ganz trocknen. Dann machen wir noch Muster auf eure Kiste. Und für die Muster gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr ahnt schon, das kann man Schmetterlinge und Herzen drauf machen. Klar, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Man kann aber auch die Techniken kombinieren. Also man kann relativ viel mit diesem kleinen Kästchen anstellen. So, jetzt bin ich fast innen fertig. So, jetzt kommt der Fußboden noch. Versucht keine Nasen zu haben. Was ist eine Nase? Zeige ich euch gleich außen. Dann kann man es besser an der Kamera sehen. Super, innen. So, jetzt können wir noch hier die Kante machen. Ich sehe schon, meine Farbe geht zu Ende. Mal ein bisschen noch nachfüllen. Ich will euch nur noch zeigen, was eine Nase ist. Und dann spulen wir auch schon vor. So, die Kante. So, hier hinten haben wir jetzt richtig wunderschöne große Fläche.
Und ich nehme nochmal Nachschlag, 2 Gummibärchen. Schups. Das waren jetzt fast 3 Gummibärchen. Na, mal gucken. So, wenn man malt, ich male das mal an. Oh, hier sieht man das ja schon. Seht ihr diese dicke Beule? Das ist eine Nase. Oder seht ihr, wenn es sieht jetzt eigentlich schon alles schön aus, aber seht ihr diese dicke Beule hier? Das da? Das nennt man auch Nase. Und die verteilen wir jetzt, und zwar indem wir den Pinsel richtig schön von einer Seite zur anderen ziehen. Dann gibt es auch keine Linien. So, ich weiß jetzt, dass ich hier oben noch machen muss. Genau. Und jetzt möchte ich euch nur ganz kurz zeigen, was wäre, wenn ich keinen Karton habe, wenn ich nämlich nach und nach male. Ich kann das wirklich jetzt auf dem Karton auch ablegen, da passiert nichts. Aber wenn ich das jetzt mit der Zeitung mache, dann klebt die Zeitung ganz, ganz schnell fest und dann habt ihr Zeitung an eurer Box. Auch ein schönes Muster auf der Zeitung jetzt. Also das heißt, ihr könnt wirklich den Klotz in einem anmalen und drehen. Und da passiert nichts. Ich drehe jetzt, machen wir jetzt gerade schnell die Seite, gerade die Unterseite, ne? Wenn man die malt. So, so, und jetzt liegt das auf der nassen Seite und es passiert nichts. Das geht halt mit einem Pappkarton. Ich sehe euch gleich, wenn ich fertig bin mit Malen. Okay, gut. So, meine Box ist angemalt, rundherum, überall. Und damit die nicht am Pappkarton festklebt, erstmal mache ich mit meinen Resten hier, die ich hier in der Schale habe, so eine Wischiwaschi-Geschichte, dass die beiseite sind. So. Und dann kann ich jetzt vorsichtig diese Box hier reinstellen. So, dass möglichst wenig den Untergrund berührt. Und so sollte sie jetzt trocknen. Ungefähr 2-3 Stunden. Besser noch über Nacht. Je länger es trocknet, umso besser ist es. Die stellen wir jetzt mal beiseite. Wow. Gut. So, das trocknet jetzt. Jetzt kommt, wie mache ich diesen Pinsel sauber? Ganz, ganz einfach. Es reicht erstmal ein halbes Blatt Küchentuch. Und ich nehme den Pinsel, ich habe es doppelt gefaltet. Ich lege den Pinsel in die Mitte und quetsche die ganze Farbe raus. Guck mal, so viel Farbe war noch im Pinsel drin. Jetzt falte ich es nochmal und quetsche nochmal. Und das mache ich nochmal. Und jetzt ist immer weniger Farbe drin und erst jetzt gehe ich in das Wasser. Und ihr müsst bei Acrylfarbe oder auch bei Fingerfarbe so ein bisschen tupfen, so am Boden. Okay? Damit die Farbe auch rausgeht. Ich nehme nochmal ein halbes Tuch und guck mal, wie sauber mein Pinsel geworden ist. Ein bisschen Rot ist noch da, also gehe ich nochmal rein. Und mache den Pinsel schön sauber. Und jetzt dürfte er fast sauber sein. Ne? Noch ein bisschen, weil ich will ja nachher mit Gelb arbeiten. Wenn ich da den Pinsel nochmal brauche, dann hätte ich sonst gleich Orange. Ne? So, jetzt. Wenn ich fertig bin mit dem Basteln und mit dem Filmen, dann gehe ich zu meiner Küche und mache ein bisschen Spüli drauf und wasche den Pinsel in der Hand gut unter fließendem Wasser. Dann verklebt er nicht und dann ist er wirklich ganz, ganz sauber. Das war das zum Waschen. Ich muss gerade meine Hand hier reintun. Hier ist kein Waschbecken. Oh, dann nehmen wir mal so einen kleinen. So. Wenn ihr eure Finger sehr, sehr arg schmutzig macht, das ist nicht schlimm, mit ein bisschen Seife und eine Nagelbürste lässt sich das prima entfernen. So. Ich habe, jetzt klebt es, vorhin schon eine Schale, eine Box fertig gemacht. Die durfte jetzt vor Mittagessen schon trocknen. Ihr seht, zack, 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 schon einen sauberen Arbeitsplatz. So schnell geht's. Und hier ist meine Box, die klebt ein bisschen an meiner Schale. Ihr seht, dass ich eine bunte Schale habe. Die male ich immer wieder die restlichen Farben an. Und jetzt will ich euch zeigen, was ihr damit anstellen könnt.
Um es euch zu zeigen, nehme ich eine neue Schale, braucht ihr aber nicht. Oder ich stelle die in die rein, ist auch eine gute Idee, ich stelle den in die bunte und nehme mir die. Okay, perfekt. Die ist nur für euch, wenn ihr wirklich viel machen wollt. Gut, also ich habe Gelb und Rot, und mal wieder ein bisschen Rot rein. Und dann habe ich noch Gelb. Ups, jetzt hat es mich angespritzt. So. Braucht man wirklich für diese Technik braucht man ganz, ganz, ganz wenig. Ich brauche einen Luftballon. Achtung. Und zwar, jetzt müsst ihr ausprobieren, der soll so klein sein, dass man den so in die Hand nehmen kann. Ja? Also nicht, das wäre was für die Papa-Hände. Brauchen wir gar nicht, wir brauchen viel kleiner. Okay, dann machen wir jetzt den Knoten rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach der Arbeit den Ballon unter Wasser waschen und mit ihm noch spielen. Gut, jetzt nehme ich die Schere und schneide diesen Zipfel ab. Warum mache ich das? Wir wollen nicht den Ballon so am Zipfel halten, sondern er sollte in unserer Hand sein. Ich lege mir jetzt mein Kästchen hin. Aber Achtung, oh, ich hätte es fast vergessen. Bevor ihr weitermacht, dreht sie um und schreibt auf den Boden das Jahr. Ich habe jetzt hier einen permanenten Marker. Und den Namen, wer das gebastelt hat. Ich bin die Cordula. So habt ihr, natürlich würde hier noch stehen und Papa oder und Joachim oder so ähnlich, ne? Schreibt und jetzt können wir umdrehen. Jetzt ist der Name dran und alles ist super. Ich habe gesehen, hier sind diese Zapfen noch von meinem ersten Anmalen. Dann mache ich das noch weg. Das ist bei euch nicht. Ihr habt ja vorher geschmirgelt. Gut, also. Ich drehe es auf eine Seite, nehme meinen Ballon und idealerweise ist jetzt die Schale sogar noch festgeklebt, weil sonst hüpft die uns über den Tisch. So. So. Und tunke den Ballon ein ganz kleines bisschen in Gelb und ein ganz kleines bisschen in Rot. Und jetzt lasse ich ihn auf den Box hüpfen. Achtung! Und je mehr er hüpft, umso mehr entsteht dieses Marmoriermuster. Hier drüben dürfte ein bisschen mehr Gelb sein. Da haben wir ein kleines bisschen Gelb, kleines bisschen. So, jawohl. So, eine Seite fertig. Das geht natürlich fix, ne? Also machen wir das jetzt nach vorne. Ihr könnt, wenn ihr mehr wie eine Farbe zu Hause habt, auch mit Blau grundieren und dann mit Rot und Gelb drüber malen. Denn diese Farben, wenn sie trocken sind, wenn die Farben trocken sind, decken sie auch drüber. So, jetzt haben wir schon zwei Seiten. Vorderseite. Eine Seitenseite. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, was ihr noch mit auf den anderen zwei Seiten zeige ich euch noch, was man sonst noch anstellen kann. So, ich lege meinen Ballon mal beiseite, am besten auf so ein Küchentuch. So, da nehme ich mir diese Korken. Mit den Korken kann ich ein bisschen an den Korken machen und dann schmiere ich das in der Schale. Und jetzt könnte ich ein Korkenmuster machen. Ich schmiere nochmal. Oder wenn ich kleinere will, kann nämlich die Farben auch mischen. Was gibt's, wenn ich... Aha, orange. Jetzt habe ich ja doch drei Farben. So. 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 Ihr könnt natürlich auch durcheinander diese Punkte machen.
Die müssen nicht, so wie jetzt hier bei mir auf dem Bild, in dem Beispiel sein. Ihr könnt auch Punkte machen mit euren Fingern. Der Nachteil ist mit den Punktefingern, ihr seht das schon, es bilden sich große Nasen. Da muss man dann relativ, kann man es zum Beispiel auch jetzt nicht so drauflegen. Ja? Das geht nur, wenn ihr wenig Farbe habt. Dann müsste man, der Papa, euch das so schief halten. Und dann könntet ihr Punkte machen. In die gelben mache ich noch einen roten rein. Ihr seht, ich benutze nur zwei Farben und habe so viele Möglichkeiten. Also das wäre die Möglichkeit mit dem Korken. Und ihr seht, ich greife schon automatisch zu meinem Küchentuch. Ein bisschen Wasser. Und was will ich denn jetzt noch sagen? Wenn ihr die Korken nicht mehr braucht, das wollte ich euch sagen, dann nehmt euch ein Küchentuch oder geht am besten zu eurer Spüle und mit ein bisschen Wasser lassen sich die waschen. Dann das nächste Mal könnt ihr auch die Korken für die Fingerfarben nehmen und mit Fingerfarben solche Kreise machen. Okay? Das heißt, die Korken nicht jetzt wegwerfen, die kann man immer wieder benutzen. Jetzt haben wir noch eine Seite übrig. Da lege ich das mal so hin. Und da möchte ich euch zeigen, was man mit den, das nennt man nämlich Schablonen. Könnt ihr eine Blume hinmachen. Ein Herz. Kann auch ein großes Herz hinmachen und ein kleineres rein, wenn man will. Oder ein Schmetterling, nur so viel Auswahl. Ich habe mir gedacht, ich gebe euch viel Auswahl, weil der eine mag keine Herzen und der nächste mag lieber Schmetterlinge oder Blumen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt einen Schmetterling, wie ein Schmetterling geht. Ich habe meine Farben hier in der Schale und jetzt kommt dieses kleine Schwämmchen. Jetzt gehe ich in die Farbe rein und ganz wichtig, seht ihr, wie ihr Nasen auf dem Schwämmchen habt. Ihr müsst das Schwämmchen so tupfen, dass wenn ihr jetzt euer Schwämmchen anguckt, dass man nur Löcher sieht. Die Löcher vom Schwämmchen. Und dann halten und halt einmal. Wenn ihr jüngere Kinder seid, dann kann es passieren, dass ihr hier drüber malt. Und da nehme ich dann jetzt einfach mein Klebeband und klebe das so ein bisschen ab. Das andere ist sicher, beim Herzen ist das auch noch so. Seht ihr das? Da ist so eine ganz knappe Kante nur. Also gut, jetzt legen wir mal mit dem Schmetterling los. Nicht rühren, immer von oben tupfen. Jetzt habe ich eine Farbe benutzt. Jetzt nehme ich noch ein kleines bisschen Rot. Auf dasselbe Schwämmchen achte darauf, dass schön die Löcher zu sehen sind und tupfe jetzt die Kanten rot. Und vielleicht den Körper. Und jetzt hätte ich gern noch ein bisschen Orange. So ein bisschen da so Orange rein. Vielleicht ist Rot gar nicht am Außen an den Kanten so gut. Das wird sein. Nachher sieht man das gar nicht, die Spitzen hier. Also machen wir da noch mal ein bisschen Gelb drauf. Also man kann relativ viel machen. Dann ziehe ich vorsichtig das Klebeband ab. Oder ich ziehe das gleich so ab. Und da ist mein Schmetterling. Das ging schnell, oder? Wenn ihr mit mehreren Farben arbeitet, dann ist es sinnvoll mit einem kleinen Stück Küchentuch eure Schablone abzuwaschen. Das ist Fotopapier, ganz altes, das kann man gar nicht mehr verwerten und deshalb benutze ich jetzt immer zum Schablonieren. Gut, aber der Schmetterling ist ja jetzt schon drauf, da brauche ich nicht viel machen, aber ich hatte mir gedacht, der hat noch gelbe Blümchen. Also machen wir gelb. Es ist immer orange. Es ist immer orange, weil ich jetzt mein Schwämmchen hier nicht waschen kann. Da müsste ich jetzt aufstehen und... Oh ja, trotzdem okay. Nein, noch ein Blümchen.
So. Und so. So haben wir jetzt den Schmetterling. Und ich wollte eigentlich euch noch zeigen, da ist noch ziemlich nass, aber ich lege es jetzt trotzdem drauf, wie es aussieht, wenn wir ein Herz machen, ein großes Herz. Muss ich nur irgendwie die Farbe rauskriegen. Ich glaube, jetzt geht's. Ihr seht, Küchentücher sind mein halbes Leben. Also, jetzt machen wir ein Herz. Und da muss man immer hier unten drauf achten. Da ist es immer ein bisschen... Man kann auch, wenn man will, das so verlängern. Dann klebt es nicht unbedingt, hat man es für, ja? Auch eine Möglichkeit. So, gelb. Aha, da ist richtig schönes Gelb. Wunderbar. So. Man kann natürlich nach innen hin noch mal eine weitere Farbe reinmachen. Oder man nimmt die nächste Größe, legt drauf. So. Und das ganz kleine Herz. Das könntet ihr auch mit einem Luftballon machen. Die Herzen, also die großen Formen eignen sich auch, das große Herz eignet sich auch zum Luftballon marmorieren. Gelb. Kleines Herz drauf. Und ihr seht, ich arbeite jetzt wirklich nass in nass. Ihr könnt natürlich auch die Farben zwischendurch trocknen lassen, dann vermischen die sich nicht so. Jetzt haben wir drei Herzen. Das große Herz ist ein bisschen rot hier oben. Immer drei Herzen. Wow. So, was wollte ich euch noch zeigen? Ja, ich glaube, jetzt ist meine Kiste erstmal hier voll. Unten könnte ich euch noch mal zeigen. Das große Herz hinlegen. Ich nehme mir, jetzt haben wir gar kein Gelb mehr, ein Tröpfchen Gelb brauchen wir. Ein ganz kleines nur, dankeschön. So, ein Gelb und ein ganz kleines bisschen vielleicht vom Orange. Ganz kleines bisschen Rot. Und fangen wir mal an. Aha. So, gut festhalten. Und jetzt nochmal ein bisschen Rot rein. So. Mal gucken, wie das aussieht. Oh, schaut mal, ich bin hier drüber gekommen. Seht ihr das? Das ist natürlich doof. Das ist Pech, aber da kann man so ein bisschen mit dem roten, mit der roten Farbe, mit dem Finger gerade drüber gehen. Das sind so die Tricks, die man lernt. Also jetzt seht ihr sogar unten ein schönes Herz. Ihr müsst unten kein Muster machen, das war jetzt nur, weil ich keinen Platz mehr hatte. Hier habe ich das Herz ineinander, da ist der Schmetterling. Hier ist mit Fingerdruck und ja, vorne habe ich nur die Marmoriertechnik. So, das legen wir jetzt natürlich wieder in die Schale. Das ist anderes, fast trocken. Ja, gut. Und jetzt, bevor ihr irgendwas weitermacht, nehmt eure Schale, legt sie vor euch, nehmt euren Luftballon und macht die ganze Schale mit den restlichen Farben bunt. Ihr könnt das auch mit einem Pinsel machen. Aber dann müsstet ihr den wieder waschen. Also machen wir das mit dem Luftballon. So. Bei Fingerfarben kann man das natürlich auch mit den Fingern machen. Das Ganze kann man so mit den Fingern Fingerfarben machen. So. Will ich ganz bunt haben. Also ich will jetzt einfach nicht den Pinsel nochmal waschen. Faulheit. Ansonsten macht man das mit dem Pinsel. Und da kann man wirklich sehr, sehr schön. Macht nochmal ein bisschen Gelb rein. So. Also wenn was alles, was übrig ist, schön verteilen. Muss nicht eine Farbe sein, je bunter, umso besser. So, seht ihr das? Prima. Plop, 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 plop. So, Pommesschale bemalt. Geht zum Trocknen. Trockenabteilung ist hier vorne.
muss man den Pinsel wieder sauber machen. Okay. Also entweder wascht ihr euren Ballon oder ihr lasst nur die Luft raus. Das geht auch ganz einfach. Bitte Pinsel nie im Wasserglas stehen lassen, es ist schlecht für die Borsten. Wie schicke ich den jetzt in den Mülleimer, ohne dass er Sauerei macht? Da, wo es weich ist, oben schneide ich rein und schupp, kann er schon weg. Prima. Gut, jetzt machen wir mal die ganze Sauerei hier weg. Dann, sieht relativ sauber aus. Dann kommen wir, meine Hände sind jetzt schmutzig, die kann ich jetzt nicht sauber machen, sonst dauert es noch länger. Dann kommen wir jetzt zur Karte. So, also bei der Karte gibt es einen Umschlag, den braucht man natürlich nicht. Dann gibt es die Karte und dann gibt es dieses Papier. Was machen wir mit dem Papier? Das ist nämlich ein Zauberpapier. Schaut mal. Ich nehme meine Wachsmalstifte. Mit Wachsmalstiften geht das sehr schön. Und ich male einfach an. Ui, guckt mal, was da passiert. Ihr könnt regenbogenmäßig anmalen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, Krickelkrackel anmalen. Alles ist erlaubt. Da dieses Papier sehr teuer ist, habe ich noch zwei Reste hier und möchte euch zeigen, das geht auch mit Filzstiften. Jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Stift erwische. Seht ihr, das geht auch mit Filzstiften. Bloß hier, da wo die Linien sind, das muss einen Augenblick trocknen. Oder ihr wischt es wirklich ab. Dann kommt es so heraus. Ihr könnt auch, was wirklich toll ist, Wachsmalkreide nehmen. Buntstifte gehen auf. Bloß nicht Wassermalfarben. Und mit einem Filzstift drüber malen. Also es gibt kein richtig oder falsch. Mit Wische, dann kommt das so raus. Oder wenn das Krickel-Krackel aussieht, versucht bitte kein Schwarz zu nehmen, das wäre nicht so toll. Selbst Krickel-Krackel, egal wie alt man ist, das mache ich also auch sogar mit den ganz Kleinen. Es geht darum, einfach dieses Papier anzumalen. Wenn ihr euer Papier angemalt habt, müsst ihr vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig, das große Herz rausdrücken. So, klappt ihr die kleine Karte hoch, dreht vorsichtig um. Jetzt kommt der Kleber. Macht der Kleber um das große Herz. Kleber um das kleine Herz, nicht das kleine Herz ankleben. Und ihr legt eure Karte drauf. So, schön andrücken. Dann habe ich euch, damit es euch leichter fällt, einen Klebestreifen in die eine Seite reingemacht. Da ziehen wir das weiße Papier ab und können jetzt die Karte zukleben. Und schon ist die Karte fertig. Und hier unten kann man es so aufmachen. So, Karte fertig. Jetzt haben wir noch eine Schale. Meine sieht ja so aus. Ist aber leider noch nicht getrocknet. Also nehme ich meine alte Schale. Und hier haben wir das Stück Papier. Und auf dieses Papier malt ihr eurer Mama ein schönes Bild. Egal was. Es kann eine schöne Blume sein. Es kann ein Bild von eurem Gesicht sein.
Es kann ein Haus sein, ein Auto, es kann ein Bild vom Papa sein. Der Papa könnte was malen. Also egal, wer malt, malt irgendetwas auf dieses Blatt. Ich mache jetzt nochmal gerade so was ganz Schnelles. Ich male das sogar ein bisschen noch mit der feuchten Farbe an. Könnt auch einen Handabdruck, wenn eure Hände klein genug sind. So, und dieses Blatt klebt ihr jetzt hier hinein. Hier ist dann ein Bild. Ein Bild mit einem ganz coolen Bilderrahmen. Seitdem meine Enkel das kennen, dass man sowas machen kann, werden die Schalen immer angemalt, wenn wir basteln. Und hinterher kann man daraus ein wunderschönes Geschenk machen. So. Und übrigens, wenn ihr Tesa Crepe habt und weiße Wände habt und so eine Rolle macht, kann man dieses Bild sogar ganz schnell aufhängen. Kann man bis zu einem Jahr so hängen lassen. Das ist wirklich cool. So, jetzt ist es Zeit aufzuräumen. Das ist ja doof. Naja, aber das muss auch sein. Dank unseren Vorbereitungen geht das ja ganz schnell. So. Und dann packt ihr euren Zettelbox mit dem Papier in euer Geschenk, als Geschenk ein. Und wenn es eingepackt ist, ich tue gar nicht die Karte in einen Umschlag, sondern ich lege sie vorsichtig hier oben drauf. So, na, so. Dann kann man das wieder aufmachen. Und jetzt kommt noch die Blume als Dekoration. Und schon ist euer Muttertagsgeschenk fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verschenken. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Im Herbst wird es Kurse bei der Familienbildungsstätte geben, bei denen wir mehr basteln. Im Herbst basteln, zu Weihnachten basteln. Leider keine Präsenzkurse, sondern so Tutorials mit Materialpaketen. Und für Interessierte, Erzieher, Eltern oder Tagesmütter, wird es einen Kurs geben, so in einem Art Fortbildungsformat. Mal gucken. Wir sehen uns. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verschenken. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Habt einen schönen Muttertag, einen schönen Sommer und passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.